Guten Morgen, sehr verehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Auch im Namen meines Kollegen Dr. Stefan Schneiderbauer, Leiter des Büros in Bozen, ist es uns wieder einmal ein großes Vergnügen, muss ich sagen, gemeinsam mit allen Kolleginnen und Kollegen des IRAC Center for Advanced Studies zu diesem Treffen beizutragen und auch zum Global Mountain Day einen Beitrag zu haben. Ich möchte meinen Beitrag nicht im Wesentlichen als einen wissenschaftlichen Beitrag gestalten, sondern ich möchte Sie vielmehr mitnehmen auf eine Bilderreise. In dieser Reise werde ich natürlich auf einige wissenschaftliche Grundlagen hinweisen, aber in einem zweiten Teil, und das ist vielleicht sogar der wichtigere, möchte ich ein Fallbeispiel darstellen, inwieweit extreme Klima- oder Wetterverhältnisse, muss man sagen, sich auf den Tourismus einer gesamten Region auswirken können. Und damit gehe ich bereits in die Thematik ein. Climate Change 2021. Der Bericht des zuständigen Panels ist vorgelegt worden. Wir hatten ja auch bereits in dem Beitrag von Anna gehört, dass während der Vertragsstaatenkonferenz in Glasgow, die ja erst vor wenigen Wochen zu Ende gegangen ist, einige Ergebnisse erzielt wurden, unter anderem auch Climate Action in Tourism. Und auch andere weitere Ergebnisse sind zum Teil zufriedenstellend. Aber wir wissen natürlich auch, und das ist eine Aufgabe für die gesamte Weltgemeinschaft, dass wir der zunehmenden Erwärmung der Erdatmosphäre und auch den Ozeanen gemeinsam entgegenwirken müssen. Denn nur so können wir die anvisierte 1,5-Grad-Marke halten. Wenn wir das nicht schaffen, die Ergebnisse sind uns zum Teil oder zum großen Teil möchte ich sagen, allen bekannt, bereits in dem Bericht von 2018 wurden Hinweise auf die zunehmende Erwärmung der Atmosphäre, insbesondere auch in einem Vertikalprofil gegeben und die Auswirkungen auf den Tourismus, insbesondere natürlich den Skitourismus. Und bereits seit Jahren dokumentieren wir die Gletscherschmelze in unterschiedlichsten Gebirgsräumen dieser Welt. Hier nur ein Beispiel aus der Großglocknergruppe, ein Beispiel zwischen 1938 und 2016. Also Dinge, die alle durchaus sehr bekannt sind. Wir wissen auch, dass die zunehmende Erwärmung zu Veränderungen im Permafrostverhalten führt und dies wiederum Folgen nach sich zieht, zum Beispiel durch eine größere Anzahl von Felsstürzen und Steinlawinen im Gebirge. Hier ein Beispiel aus der Schweiz, der Diablerets-Gletscher, ein Rockfall, der sich im Juli diesen Jahres ereignet hat. Und auch ganz in der Nähe von Bozen, oberhalb von Bozen, Anfang Jänner diesen Jahres ebenfalls der Felssturz, der größere Teile des Hotels Eberle zerstört hat. Das sind alles Dinge, die wir wissen. Und ich möchte jetzt mit diesen beiden Grafiken mal ganz klein wenig die ketzerische Frage stellen, wie weit hat sich unser Verhalten verändert? Auf der linken Seite sehen wir ein Plattencover von der Gruppe Supertramp. Das wurde 1975 in Los Angeles aufgenommen mit dem Hintertitel Crisis, What Crisis? Also wo auch hier schon dieses Thema zunehmender Industrialisierung aufgegriffen wurde. Und auf der rechten Seite ein Cartoon von Gary Larson, welches 1985 produziert wurde. Also beide liegen bereits 35, 45 Jahre zurück, aber das Bewusstsein war auch schon zu der Zeit vorhanden, dass sich wesentliche Dinge in unserem Klima verändern. Und nun möchte ich langsam überschwenken über das, was wir wissen, zu dem, was wir eben noch nicht wissen. Und ich denke, auch mein Kollege von der ETH Zürich wird darauf vielleicht noch mal eingehen. Das sind alles die Unbekannte, die uns jetzt in der Zukunft erwarten, wenn wir es nicht schaffen, die globale Erderwärmung zu stoppen. Allen voran natürlich die Eisminimierung an den Polen. Das ist ein allgemein bekanntes Phänomen. Wir wissen aber auch zusätzlich auf der linken Seite hier dargestellt um die immer größer werdende Gefahr von sogenannten Glacial Lake Outburst Floods. Das heißt also, durch das Abschmelzen von Gletscherwassern sammelt sich immer mehr Wasser in Seen an, die natürlich auch zu unkontrollierten Ausbrüchen führen können und damit größere Teile der Bevölkerung in den Gebirgsräumen gefährden können. Und auf der rechten Seite rechts unten mit dem treffenden Namen Atlantic Meridional Overturning Circulation oder AMOC, besser bekannt als der Golfstrom. Das ist eine Thermalsatellitenaufnahme des Golfstromes. Und hier sind natürlich noch ganz, ganz viele Fragezeichen angebracht. Und ich denke, jeder kann sich vorstellen, was es für klimatische und auch ozeanografische Folgen hätte, wenn dieser Golfstrom eines Tages kippen würde. Und auch in den bereits vorangegangenen Berichten von Harald und auch von Anna ist mittlerweile auch die zunehmende Komplexität der Klimaprobleme, die sich mit anderen Problemen zunehmend überlagern.
Um hier zu nennen, 2020 wurden ja zwei Weltkrisen quasi zusammengetroffen. Auf der einen Seite der Klimawandel, insbesondere die Erderwärmung, darauf möchte ich immer wieder hinweisen. Und dann natürlich die weltweite Covid-Pandemie. Und dazu kommen natürlich noch weitere weltweite Probleme wie Verstädterung oder auch der Verlust von Biodiversity durch die zunehmenden Eingriffe in Ökosysteme weltweit. Und dies fassen wir zusammen unter dem sogenannten Allgefahrenansatz. Das heißt also, wir sprechen nicht mehr von einer Krise, sondern wir sprechen von mehreren Krisen, die zeitgleich, systemisch, kaskadierend und sich gegenseitig überlagernd auftreten. Und das ist natürlich eine zunehmende Herausforderung für die Weltgemeinschaft. Und damit komme ich zu dem zweiten Teil meines kleinen Vortrages mit dem Fallbeispiel. Und ich möchte hier eine kleine Parallele aufziehen. Eine Parallele zwischen Südtirol und einer Region, die sich gerade mal 40, 50 Kilometer Luftlinie hier von meinem Standort in Bonn befindet, das Ahrtal. Das Ahrtal ist ein typisches Mittelgebirge und natürlich sind die Berge dort nicht so hoch wie die Berge in Südtirol, aber ansonsten lassen sich schon viele Gemeinsamkeiten aufzeigen. Ein Mittelgebirgscharakter, wir haben tief eingeschnittene Täler, wir haben Weinanbau. Das ist ungefähr ein Zehntel der Anbaufläche von Südtirol, aber wir sehen es, wir haben diese recht steilen Anbauflächen hier. Wir haben sehr klein parzellierte Besitzverhältnisse, das heißt eine Vielzahl von Winzern, die trotz allem und trotz des begrenzten Flächenangebotes auch sehr hochwertige Weine produzieren. Es sind insgesamt 7 Winzer in den 200, also in dem Verbund der Prädikatswinzer, des Prädikat-Winzerverbandes in Deutschland. 7 davon stammen aus dem Ahrtal. Und es ist eine sehr, sehr lange Tradition, die dieses Gebiet kennzeichnet, ganz genauso auch wie in Südtirol. Und wir haben hier Anteile am Rotweinwanderweg, genauso eben wie der Südtiroler, die Südtiroler Weinstraße. Also prinzipiell einige Ähnlichkeiten, die vorhanden sind. Hier in dem rechten Bild sehen Sie nochmal die steilen Hänge, bepflanzt mit Weinreben in der Region des Ahrtals. Und nun komme ich zu einem Ereignis, was sich im Sommer diesen Jahres ereignet hat. Viele von Ihnen werden es verfolgt haben. 14. 15. Juli. Wir hatten eine Großwetterlage über Westeuropa, die dazu geführt hat, dass sich Tiefdruckgebiete sehr lange über gewissen Gebieten abgeregnet haben, insbesondere im westlichen Teil Deutschlands, aber auch in Teilen Luxemburgs, Frankreichs, Belgien und der Niederlande. Teile auch von Österreich waren betroffen. Das heißt also Starkniederschläge mit ergiebigen Regenmengen von oberhalb von 150 Liter pro Quadratmeter auf einen Tag gerechnet. Und dies führte dazu, dass gerade in diesen schmalen Tallagen des Ahrtales das Wasser sich natürlich gesammelt hat. Und dies im Zusammenspiel mit einer Situation, wo die Böden dort eh schon gesättigt waren und kein Wasser mehr aufnehmen konnten. Und das führte natürlich dazu, dass das Wasser sich akkumuliert hat und dann in den Tallagen gesammelt hat und es zu Sturzbächen kam. Severe, also Starkregenfälle, sturzbachartige Überflutungen, die sich dann die schmalen Täler hinunterbewegt haben. Das Ganze ist natürlich beobachtet worden von entsprechenden Pegelmessständen. Es wurden auch Warnungen ausgesprochen, aber es war auch einfach ein Ereignis, was sich dann in der Mitte der Nacht zugetragen hat. Und das eigentliche Hauptereignis war nur über einen Zeitraum von 2 Stunden. Und nun möchte ich auf die Ergebnisse eingehen, was dieses Extremwetterverhältnis, was im Prinzip nur 2 Stunden angedauert hat, was dies in der Region angerichtet hat. Hier noch ein Beispiel aus Salzburg. Auch dort hat es ähnliche Überschwemmungen gegeben, einschließlich der Frühwarnungen. Und das war letzten Endes die Situation im Ahrtal, meine Damen und Herren. Und Sie können sehen, dass große, große Teile der gesamten Infrastruktur buchstäblich hinfortgeschwemmt wurden, inklusive natürlich maßgeblicher Infrastruktur für den Tourismus im Bereich Fremdenverkehr, Gastronomie. Sehr massive Stahlbetonbrücken wurden einfach aus ihren Verankerungen gerissen, wurden weggeschwemmt. Und untere Tallagen, hier waren natürlich auch die Rebstöcke betroffen, vor allem aber die Infrastruktur, wie Sie in diesen sehr eindrucksvollen Bildern sehen können. Und betroffen waren natürlich auch die Innenstädte.
Dies ist der Nürburgring. Einige von Ihnen werden auch diesen Bereich kennen. Und hier wurde die übergangsweise die Logistik aufgebaut für all die Einsatzkräfte, die zum Einsatz kamen. Dies sind Fotos bzw. Folien von Kolleginnen und Kollegen des deutschen THW, die dort maßgeblich gemeinsam mit dem Roten Kreuz und dem deutschen Zivilschutz im Einsatz waren. Und hier nochmal einige Übersichtsbilder, die Ihnen die Dimension dieser Lage versinnlichen können. In dem rechten Bild eine Situation nahe bei Köln, Erftstadt, wo ein gesamter Ackerbereich, eine komplette Geländekante fortgespült wurde. Und hier mal ein Bild auf die typische Situation im Ahrtal. Sie haben entlang des Flusses, der normalerweise eine Tiefe von 1 Meter hat, 1 bis 1,5 Meter. In dieser Nacht hatten wir eine Hochwasserflutwelle von sage und schreibe 9 Meter, die sich den Weg durch diese engen Täler gebahnt hat. Und die Verwüstungen hier sind nicht zu übersehen. Dies ist der mittelalterliche Innenstadtbereich von Ahrweiler. Und Sie können sich vorstellen, wie lange es dauern wird, um diese touristische Infrastruktur wiederherzurichten. Hier nochmal letzte Übersichtsbilder und natürlich auch die Betroffenheit der Anwohner, die nun vor den Überresten ihrer gesamten Existenz stehen. Weil gerade durch diese gemischte Einkommensquellen aus Weinbau, aus Gastronomie und Tourismus sind natürlich für die Betroffenen viele Einkommensquellen weggebrochen. Und natürlich auch gerade für die Winzer stellt sich die Frage, wie ist nach der Katastrophe, nach der Flutkatastrophe, die Ernte sicherzustellen? Gleichzeitig aber auch, und dies ist das Zeichen, das uns allen Mut machen sollte, haben wir im Nachgang zu der Flut eine beispiellose Solidarität gesehen. In der Region und auch aus ganz Deutschland, beziehungsweise sogar europaweit, grenzübergreifend zwischen den betroffenen Ländern, dass sehr viele Leute freiwillig in die betroffenen Gebiete eingereist sind. Sie sehen es hier, 100 Dachdecker oben links. Sehr viele Jungwinzer aus dem ganzen Land sind ins Ahrtal gekommen und haben bei der Ernte geholfen. Sehr, sehr viele Freiwillige sind ins Gebiet eingereist, um die Betroffenen beim Wiederaufbau zu unterstützen, zunächst beim Reinigen und dann beim Wiederaufbau. Und hier rechts unten links nochmal unten rechts ein, glaube ich, gut zusammenfassender Ausdruck der dortigen Bevölkerung an die vielen, vielen Rettungskräfte und Hilfskräfte, die zum Einsatz gekommen sind. Zusammenfassend muss man allerdings auch sagen, und das gibt dieser Text hier, glaube ich, ganz gut wieder, dass diese Hochwasserkatastrophe vom 14. und 15. Juli große Teile der touristischen Infrastruktur im Ahrtal nachhaltig zerstört hat. Urlaub in unserem Tal wird von wie vor der Flutwelle wird deshalb für mehrere Jahre nicht möglich sein. Ein Besuch im Ahrtal lohnt sich trotzdem. Und hier sieht man nun, wie verschiedenste Winzer, Gastronomiebetriebe, der Fremdenverkehr versucht hat, wieder auf die Beine zu kommen. Und hier sehen Sie links eine Übersicht der Winzer, die mittlerweile es geschafft haben, wieder ein Angebot anzubieten, die Teile ihrer Ernte sichern konnten und auch in den Verkauf einbringen konnten. Und auf der rechten Seite Gastronomiebetriebe, die nicht so vordergründig komplett geschädigt waren und jetzt versuchen, den Tourismus in der Region wieder anzukurbeln. Wir müssen davon lernen als Gemeinschaft. Wir müssen uns Fragen stellen, in die Zukunft hineinschauend, die Frühwarnsysteme betreffend, die ja oftmals eine Schnittstelle sind zwischen Wissenschaft und den örtlichen Behörden, dem Zivilschutz. Sprechen wir die gleiche Sprache? Verstehen wir uns gegenseitig? Wissen wir, was es heißt, wenn die Warnung kommt, 150 Millimeter? Im Flachland mag das nicht viel sein, in einer Gebirgsregion sicherlich. Wir wissen auch alle, das ist eine sehr einfache, logische Einsicht, die trotzdem sehr große Konsequenzen hat, dass eine Frühwarnkette natürlich nur so stark sein kann wie das schwächste Glied. Und genau das muss überprüft werden. Und deswegen, und damit komme ich zu meinem Endplädoyer, ich glaube, es muss sehr viel stärker zusammengearbeitet werden. Ich hörte die Worte Netzwerke, Nachhaltigkeit, Brückenfunktion auch bereits von meinem Kollegen Harald Pechlaner. Es gibt viele, viele Ansätze unterschiedlicher Disziplinen, die sich mit diesen Konsequenzen beschäftigen. Was muss für den Tourismus erarbeitet werden? Insbesondere vor dem Hintergrund, dass wir davon ausgehen können, dass derartige Großwetterlagen, diese quasi stationären Tiefdruckgebiete zu ergiebigen Regenfällen über großen Teilen Europas führen werden und auch weltweit vermutlich. Ich denke, wir müssen gemeinsam daran arbeiten, dass wir den Tourismus resilienter gestalten können. Auch hierfür gibt es einige gute Grundlagen und Ansätze, die von verschiedenen Trägern erarbeitet wurden. Hier ein Beispiel von der GIZ unter dem Motto Hotel Resilient, eine
Initiative, die auch verschiedene Indikatoren erarbeitet hat, wie man diesen Tourismus stärker Resilienz vorantreiben kann. Es müssen natürlich Überlegungen zur Mobilität einbezogen werden für den Tourismus, insbesondere auch wieder vor dem Hintergrund des Klimawandels. Und es gibt bereits sehr, sehr schöne Übersichtsarbeiten und Grafiken, die sich unterschiedliche Sparten und Segmente den jeweiligen Umgebungen des Tourismus angenommen haben, um hier auf Lösungen hinzuweisen. Und wir müssen natürlich auf jeden Fall auch in die andere Richtung schauen, welchen Einfluss der Tourismus generell auf den Klima, auf das Klima und den weiteren Klimawandel hat. Und damit bin ich am Ende meiner Vorstellung, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und ich möchte das gleiche Bild benutzen, was auch Harald bereits angesprochen hat, das Bild einer Brücke. Dies ist die erste Brücke oder eine der ersten Brücken, die vom THW nach der Flut wieder über die Ahr gebaut wurde. Sie können sich vorstellen, dies war natürlich ein großes Symbol der Hoffnung, dass man den Fluss überhaupt wieder überqueren konnte. Und ich denke auch, dass dies ein Zeichen sein sollte für die Region, den Tourismus dort wieder anzukurbeln. Und damit bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit und gebe zurück an die Organisatoren. Vielen Dank.